So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Road 96 und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Wir gucken mal, was wir so, ja, heute entdecken werden. Wie gesagt, wir sind hier wohl auf einer Wahlveranstaltung hier von Tyrak, dem großen Tyrannen, der hier das Land unterjocht. Und ja, wir haben da hinten ganz merkwürdige Leute gesehen, die scheinbar irgendwelche Pläne aushecken. Mit denen konnten wir aber leider nicht reden. Wir sind, uns geht es überhaupt nicht gut. Unser Balken oben, der blinkt schon. Wir haben weiterhin 4 Dollar und ich würde sagen, jetzt geht's mal los. Wir müssten irgendwie mal gucken, dass wir an Kohle kommen. Ich weiß aber nicht wie. Das ist so das Problem. Müll durchsuchen. Mist, können wir nicht. Das ist wohl die Sonja, Leute, von denen hier die, ja, diese zwei Motorradfahrer gesprochen hatten. Die haben doch gefragt, kennt ihr eine Sonja? Kennst du eine Sonja? Also die, hinter der wohl der Killer her ist. Ja, dann, oh nein. Boah, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht Bock auf so eine Klemmertussi. Wir sagen mal, oh nein. Ja, Job klingt aber gut. Ich könnte das Geld gebrauchen oder was für ein Job. Ja gut. Ja, wir machen mal, ich könnte das Geld gebrauchen. Ja super, Leute, jetzt ruckzuck. Guck mal, wir sind hier Kameramann geworden. Ja. Läuft bei uns, würde ich mal sagen, oder? Ich hoffe, da kommt ordentlich Kohle bei rum, weil können wir echt gebrauchen. Wollen wir reden? Ich habe eine Frage. Klar, okay. Ja, keine. Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, was sollen wir die fragen? Was will die Alte von uns? Klar, okay, machen wir mal. Wissen Sie irgendwas über Polizisten auf der Road 96? Haben Sie irgendwelche Tipps, wie man auf der Straße überlebt? Und berichten Sie über Jugendliche, die über die Grenze, überqueren? Wir machen mal, ob sie irgendwelche Tipps hat. Ja, das ist ja ein super Tipp. Ja, natürlich, desto mehr Geld, desto einfacher. Aber Leute, lasst euch sagen, Geld macht nicht glücklich. Ja? Geld sollte geteilt werden, oder? Wir müssen von den Reichen stehen. Geld hilft dabei, zu tun, was man will. Boah, ist schwierig. Was nehmen wir denn da? Ja, das stimmt schon. Also Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Es hilft schon dabei, zu tun, was man will. Gerade in der heutigen Zeit. Geld sollte geteilt werden, oder? Boah, wir machen mal hier. Geld hilft dabei, zu tun, was man will. Okay, los geht's. Und diese Entscheidung hat übrigens Auswirkungen auf die Geschichte. So. Halt mich einfach im Bild mit der Werbetafel dahinter. Ah, okay. Ah, verstehe. Los geht's. Sonja hier, reporting live from the site of Petria's newest oil pump, where the Minister of Oil is moments away from a speech. The new pump, a gift from President Tyrak, will soon bring riches to our already rich nation. And cook. Oh my god, we effing destroyed that. Ja, ja, guck doch nicht so. So aggro. Dieser Job ist nicht schlecht. Werden Sie mich bezahlen? Ja, hier, werden Sie mich bezahlen? Hallo? Achso. Was? Fähigkeit erlangt Glücksstern. Du fühlst dich unschlagbar. Alle Würfelwahrscheinlichkeiten sind um 15% erhöht. Ja, das bringt mir nichts. Ich... Asche. Hallo? Pata, Money. Hier. Cash in the Dash brauchen wir. Was los mit dir? Mein Gott. Ah, okay. Vielleicht kriegen wir was, wenn wir fertig sind. Weil sie hat ja gesagt, wir sind noch nicht fertig. Mama, was ist das? It's a
lucky charm. If help me, maybe they'll help you too. Danke. Okay, sweetums. Now we film the minister. Get the crowd to cheer when he talks about President Tyrak. And boo when he talks about Senator Florence. Got it? Klar, kein Problem, oder das ist Manipulation. Leute, das ist echt fies. Wir brauchen Geld, ja? Wir brauchen Geld. Wir werden jetzt unsere Werte verraten, weil wir brauchen Geld. Wir können ja immer noch überlegen, ob wir es anders machen dann. Also, ob wir die reinlegen, ja? Oh, tritt auf das Podium. Film ihn, jawohl. Don't forget to take some close-ups. Okay, mach mir. And what a beautiful and strong pump it is. Like our nation, like our president. Speaking of our Boone jubeln. Cheer him to show our appreciation. Jubeln. Nice one, Dumplin'. Flores believes we should abandon fossil fuels and take away your jobs. Leute, ich habe so ein schlechtes Gewissen, aber ja, vielleicht ist ja auch die Flores irgendwie die Böse und wir täuschen uns. Wir waren jung und brauchten das Geld. Was soll ich denn machen? President Tyrak will keep our nation safe. Praise President Tyrak! Ich schäme mich ein bisschen, wirklich, aber wir brauchen doch das Geld, Leute. Tyrak is a liar. Teens are being imprisoned every day. Tyrak is a fascist dictator. Oh, jetzt kippt die Stimmung hier aber. Aber das filmen wir, ja? Das sieht. Nee, oh. Wir dürfen das nicht filmen. Mist. Jetzt. Oh. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Wir haben doch gar nichts gemacht. Oh, keine Story. Ja, aber trotzdem Geld, oder? Pata, Money, Schotter, hallo, Asche. Well, it's about time to drive off in my limo. Like all good journalists do when they finish a story. Ja, ja. Hier. Ja, auf jeden Fall. Oh, okay. Ja, was ist mit Asche? Hallo? Ja, auf jeden Fall. Oder okay. Well, to sum it up, your intro wasn't half bad. Cool, okay. Super. Wir machen cool, okay. In fact, you did a good job the whole way. Here, buy yourself a new... everything. Boah! Wir sind voll reich! Leute, wir haben $50 gekriegt. $50 und das hat uns nur, ja, unsere Würde gekostet, sag ich mal. Ja, ne? Wir haben alles verraten an das, was wir glauben. Für $50. Herzlichen Glückwunsch. Well, I do believe it's time to go, sweet cakes. Adam, let's roll. Ja, mach's gut. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Leute, ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, weil, ja, aber wir brauchten doch das Geld, ja? Also alle, die jetzt sagen, boah, ne, seid ihr mal hier auf der Straße, euer roter Balken ist hier kurz vorm Explodieren und da macht man so Dinge. Was will man tun, ja? So, wir können trampen. Ich bin mal gespannt, in was für ein Schlamassel wir jetzt wieder geraten. Später. Scheint ein bisschen zu dauern. Können wir den auch laufen? Was ist das da vorne? Warte mal. Ah, wir haben eine Ey, wir könnten auch mal Bus fahren. Wir haben jetzt $54. Das heißt, wir könnten vielleicht entweder hier mal mit dem Bus fahren. $7 für den Bus bezahlen. Oder wir könnten hier, was ist das? Verlassen und die Straße entlang gehen. Nee, komm. Wir gönnen uns mal, ja? Wir gönnen uns mal.
Also hier, $7 für den Bus, los geht's. Gönnung eingeleitet. Aber wir brauchen jetzt dringend echt mal was zu essen, zu trinken, zu schlafen oder... Ja? Jetzt, wo wir mal Asche haben. Pata. Money. Vielleicht sterben wir auch während der Busfahrt, weil wir verhungern oder verdursten. Ich habe keine Ahnung. Was für $7 kommen wir nur so weit? Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist total teuer, Leute. Wenn ich das gewusst hätte, wäre wir gelaufen. Guckt euch das... Yeah. Was sind das hier für Preise? Was ist das überhaupt für ein Bus? Und dafür zahlen wir $7? Achso, nee, das ist die Polizei. Ich dachte schon. Ich dachte schon, jetzt sind wir auch noch verhaftet oder so. Nee, hä? I'm not a bad person. That's enough. What are you looking at, kid? Doch, wir sind im Bus. Ich habe schon gedacht. Was ist das für ein Bus? Nichts, tut mir leid, Officer. Oh, nur ein Fan von der Polizei. Nichts, tut mir leid, Officer, machen wir mal, oder? That's what I thought. Darf ich dich etwas fragen? Sonst können wir hier nichts machen? Jo, wir fragen mal, oder? I'm not really in the mood for a chat. But fine, go ahead. Was denkst du über die Wahlen? Sind sie oft auf dieser Straße, auf Streife? Kommst du mit anderen Polizisten klar? Ja, sind sie oft auf dieser Straße, auf Streife? Ich glaube, sie will halt einfach wissen, ne? Ob hier viel Polizei unterwegs ist. I'm everywhere these days. Including Road 96. I'm working a case that requires it. Sie arbeitet in einem Fall, das erfordert, dass sie viel unterwegs ist. Darf ich fragen, was für ein Fall ist viel Polizei auf der 96 unterwegs? Sage nichts. Ja, wir fragen mal, was für ein Fall. You can, but I can't tell you. Ah, Mist. Unit 2 to Central, come in. Unit 2 to Central. Hey. Ja. Ich hab, Leute, ich weiß es jetzt schon. Ja, wenn wir mit dem reden, kriegen wir Stress. Komm hier, Mama, ja. You gotta help me. Was ist los? Rede nicht mit mir. Mir Mama, was ist los? She's taking me to the pits. Okay, ich werde versuchen zu helfen. Was sind die Gruben? Kann ich leider nicht, tut mir leid. Warum bist du in einem Bus? Das frage ich mich auch. Also, wenn... Haben die keine Polizeiautos? Komm, wir fragen mal, warum bist du in einem Bus? Her car broke down. Not even cops have things at work here. Turn around. And you. Stay out of this. Halt dich da raus. Warum haben sie ihn verhaftet? Wohin bringen sie ihn? Bringen sie ihn zu den Gruben. Boah, sollen wir uns da einmischen, Leute? Na komm, wir fragen mal. Kid, what did I say? Mind your own business. He's not gonna end up in the pits. It doesn't even exist. Er wird seine Familie nie wiedersehen oder du wirst deine Familie wiedersehen. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung. Was machen wir denn? Wir wissen ja auch gar nicht, ob das alles stimmt oder ob das nicht nur Gerüchte sind oder wir machen mal das. No, they're gonna brainwash me, beat me. I'm done. You don't really believe that, do you? Huh? Believe what? That the teen work camp doesn't exist. Anspannung. Now's not the time for a discussion. I'm just doing my job. Wir sollten darüber reden. Sie macht nur ihren Job. Och, Leute. Guck mal oben, so ein Anspannungsbalken. Keine Ahnung. Wir sollten darüber reden, Mama. We should. You don't seem like a bad person, officer. Just... Confused. Confused? Ha! You liberals crack me up. Look, this is official police business. My car broke down, okay? Polizisten sind nichts weiter. Die Marionetten von Tyrek, du solltest umdrehen. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung. Du solltest... Ja, Mama, du solltest umdrehen. Kid, stop sticking up for her. Sir, leave the kid alone. Look... I've heard the stories too, but they're false. Fake news. Fake news. Das sind keine Fake News, das sind Fake News. Wir,
Wir wissen es halt wirklich nicht. Das können echt nur Gerüchte oder Fake News sein. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung. Wir sagen mal nix. I'm a mother. I'd never send a kid to a place like that. Not intentionally, I know. But you are. What did you arrest this kid for? Look, I'm not gonna... He was trying to cross the border, okay? Then he's gonna end up, you know where. Whether you think they exist or not. That's enough, sir. Now, both of you, please. Ja, aber ist das alles, was er wollte? Nur die Grenze überqueren, oder was? Sie sollen sie in Ruhe lassen. Wer hat sie zum Chef gemacht? Boah. Wir machen mal, wer hat sie zum Chef gemacht? You're starting to irritate me, kid. Know that? Yeah, kid's right. What authority do you really have? Unit 2 to Central. Come in. Unit 2 to Central. Where are they? Können Sie keine Verstärkung erreichen? Lasst uns alle tief durchatmen. Wir könnten die Lage jetzt natürlich beruhigen. Könnten wir. Wir machen mal, können Sie keine Verstärkung erreichen? Kid! Citizens should be able to arrest cops, you know that? To keep them honest. I can't believe I'm hearing this. Can we pretend you never arrested me? Nein, auf keinen Fall. Das ist eine gute Idee. Das machen wir mal, komm. Quiet back there. Actually, it's a good idea. Ja, finde ich auch. Does anyone know you've arrested him? Nö. No, but... Now that's enough from everyone. Lassen Sie ihn gehen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Wir machen mal, lassen Sie ihn gehen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, wir stecken gleich in der Grube. Please, officer. Just get off at the next stop. That's all you have to do. I'm not gonna say it again. Lassen Sie ihn gehen. Lass sie in Ruhe. Lass sie gehen. Komm. Uiuiui. Jetzt wird's aber richtig. Unit 2 to Central. Salty. Tun Sie das Richtige. Sie machen nur Ihren Job. Ja, die Anspannung ist noch nicht ganz um. Bisschen mutig können wir glaublos sein, oder? Stop telling me what to do. All of you. What's going on here? He woke me up. Oh, oh. Wer ist denn das? Leute, was ist... Hallo. Bitte, das muss noch nicht sein. Stecken Sie die Waffe weg, sofort, sagen wir mal. Na, ich weiß jetzt nicht, ob wir sie maßregeln sollten. Wir machen mal das, ja? You've crossed the line. Unit 2, this is Central. Everything okay? Over. Tun Sie was Richtiges, bitte, Officer. Das dürfen Sie sich nicht gefallen lassen. Nee, jetzt müssen wir durchziehen, weil wenn wir jetzt wenn wir jetzt auf Ihrer Seite sind, dann könnte das echt übel ausgehen mit der Knarre in der Hand und sagen, das dürfen Sie nicht gefallen lassen. Nee, jetzt müssen wir durchziehen. Mist. You can still do the right thing. Don't tell them about the kid. Unit 2, are you there? Unit 2 here. Und? Just wanted to tell you I had some car trouble. I'm on the bus now. Ja, nice. Wir haben den gerettet. Also, falls das alles stimmt, natürlich nur. Und leben noch. Das ist gut. Unit 2, I need a car to pick me up. It's gonna be all right. Okay? Steige an der nächsten Haltestelle aus, fahre noch ein bisschen weiter. Nö, ich würde sagen, komm, wir steigen aus. Obwohl, $7? Oh, komm, ein bisschen fahren wir noch. $7 war, ne? Viel Geld für uns. Ich würde sagen, immer wenn wir Bus fahren, ja, was ja Geld kostet. Was? 318 Kilometer nur noch bis zur Grenze? Das geht ja schnell, oder? Ich würde sagen, also immer wenn wir Bus fahren, weil das... Ich wollte jetzt eigentlich sagen, immer wenn wir Bus fahren, weil das ja so viel Kohle kostet, bleiben wir so lange, wie es geht. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist ja jetzt gar nicht mehr so weit bis zur Grenze. Wir haben einen großen Weg geschafft. Mal gucken, was uns als nächstes erwartet. Ich bin gespannt. Ja, aber klasse, ne? Haben wir den Dude gerettet. Das ist doch super. Also,
falls man ihn überhaupt retten musste. Weil wir wissen ja noch gar nicht, ob das alles Gerüchte sind oder nicht. Ja. So. Oh, ich glaube, hier können wir uns jetzt mal ordentlich satt futtern. Ich hoffe, das ist alles nicht so teuer. Beim Beep, Boop, Beep. Ja, dann schauen wir mal, würde ich sagen, oder? Gehen wir mal rein. Gucken wir uns vorher ein bisschen um. Wen haben wir denn hier? Get your tapes and snacks here. Tapes and snacks. Kassetten und Snacks. Hast du irgendwelche Tipps für unterwegs? Versuchst du die Grenze zu überqueren? Wir machen mal, hast du irgendwelche Tipps für unterwegs? Music goes well with the road. It's like the perfect compliment to being on a road trip. $10 Kassette, $10 Essen. Wir gucken erstmal, was es drinnen kostet, schnell. Nicht, dass wir abgezockt werden vielleicht. Ne? Also wenn es jetzt nicht teurer ist als drinnen, dann werden wir natürlich hier den Dude unterstützen, das ist ja klar. Code eingeben. Was für ein Code? Dann werden wir natürlich den Typ unterstützen. Das ist ja klar, wenn wir das irgendwie können. Weil der ja irgendwie in der gleichen Lage ist wie wir. Wenn der uns jetzt aber abzockt, ne? Und da drin kosten Burger irgendwie $5 und wir zahlen bei dem für eine Packung Chips 10, dann tut's mir leid, Dude. Ja. Aber hier, im Moment ist gerade jeder ist sich selbst der Nächste, würde ich mal sagen. Da gibt's nichts. Können wir eigentlich nicht ein Auto klauen? Borgen, ausleihen, wollte ich sagen. Nee, schade. Ja, dann. Aber hübsch hier, ne? Malerisch, schaut mal. Ist das nicht schön? Ne? Ist das nicht schön? Auf was für einen tollen Roadtrip ich euch mitnehme. So, kann man hier an dem vielleicht was machen? Nee. Ja, würde ich sagen, wir gehen mal rein und gucken mal, was hier so Sache ist, oder? Vielleicht können wir auch irgendwo was futtern. Mit dem können wir gleich reden. Vielleicht steht irgendwo was zu futtern rum. Aber ganz ehrlich, ne? Wir sind ja jetzt reich. Wir sind jetzt richtig reich. Ich weiß nicht, ob wir noch Müll essen sollten. Da kann man nichts mitmachen. Was ist mit dir da? Lust zu spielen? Guck mal auch gleich. Oh, wir haben ja eine Kassette. Warte mal, wir gucken mal, ob wir die abspielen können. Zack. Hit the road. Machen wir mal rein, oder? Ja, geh doch. Was kann ich für dich tun? Noch nix, wir kommen gleich. Am besten gratis essen, gratis trinken. Kannst du bitte schon mal vorbereiten. Weißt du schon mal Bescheid, was wir wollen. Ja, so, ich glaube, wir sind ein Mädel, ne? So, wir schauen mal. Was gibt's hier? Taxi, Happy Taxi, Klopapier. Nö. Okay. Gibt's hier was? Dürfen wir da rein? Kriegen wir Ärger? Wir gucken mal. Nö, alles gut. Gibt's auch nichts. Okay. Ja, mit wem quatschen wir denn zuerst? Hast du irgendwelche Tipps für unterwegs? Komm, wir quatschen mal mit dem. Ja, CNRC. Run. Got it? Was? Eine VK? Wenn wir eine VK sehen, sollen wir rennen. Was ist eine VK? A cop working road control. You didn't know that? Man, you don't stand a chance. Okay, bestellen tun wir noch nichts. Wir quatschen erstmal mit allen. Vielleicht können wir irgendwo was gratis abstauben. Kann ich mich hinsetzen? Irgendwelche Tipps für unterwegs? Wir betteln den erstmal an. Ich weiß, wir haben irgendwo noch den Glücksbringer, aber wir haben eh eine Chance von 45% und für ein bisschen Kleingeld möchte ich den nicht einsetzen. Wir müssen aber gleich mal gucken, wie man das macht. Ja, sehr schön. Hallo? Greg, I know we're all brigades here, but this teen is bothering me. Ja, cool. Oh, Mist. Schade. Ich habe gedacht, wir können mehreres machen. Nö, geht leider nicht. Dann gucken wir mal nach dem hier. Hallo und guten Tag. Hast du etwas Kleingeld übrig? Kennst du den Busfahrplan? Wie komme ich an Geld? Ja, vielleicht weißt du das. There's always stealing, kid. Du kannst jederzeit stehlen. Na gut, ich sag mal so. Das hätten wir jetzt auch so gewusst, dass man jederzeit klauen kann. Was ein Vollidiot. So.
Hallo und guten Tag. Pong. Pong ist quasi das Spiel. Lust zu spielen. Pong. Ich liebe Pong. Me too. But only one of us can win, yo. The other must be sacrificed to the gods of Pong. Okay. Möge der Bessere gewinnen. Ich will nicht. Ja, komm, wir spielen mal mit dem, oder? Kann man den Schraubenzieher mitnehmen? Nee, das geht nicht. Dann gehen wir mal auf Spielen. First to three wins. Oh je. Wir sind hier. Wir sind unten. Isn't it the most beautiful thing you've ever seen? Mist. Ich habe gerade das Hype-Plakat da hinten angeguckt. Boah, ich lasse mich echt immer so leicht ablenken von allem. Ihr wisst schon, also auch wenn ich jetzt hier verlieren sollte, sage ich sowieso, wir haben den gewinnen lassen, ja? So. Aber wollen wir ihn gewinnen lassen? Ich meine, der ist ja noch recht klein. Also mal davon abgesehen, dass der uns wahrscheinlich eh plättet, aber wenn es absehbar ist, würde ich den vielleicht... Okay, okay. Homie sees how it is. Oh. Wollen wir den gewinnen lassen? Ich weiß nicht. Nee, der muss auch lernen, dass das Leben hart ist. Ja? Fertig. Und dann lachen wir den aus. Nein, Quatsch. Mist. Puh. Ja, jetzt zählt's, würde ich sagen. Matchball. Das packst du nicht. Doch, Mist. Oh, Mist. Übel. Zack, zack. Loser. No one's ever beaten me. I'm gonna need a minute to process. Ah, jetzt tut's mir doch ein bisschen leid. Mist, sagt niemand hat ihn je geschlagen. Oh Mann, das, schätze ich, hatte Glück. Was soll ich sagen? Wir trinken erstmal was, ja? Weil wir haben dafür nichts bezahlt. Steht einfach rum. Alles, was gratis ist, wird erstmal in den Hals neigeschüttet, ja? So, schätze ich, hatte Glück. Oder was soll ich sagen? Ich sag mal, schätze ich, hatte Glück. Defeat's hard to swallow. Luckily, burgers aren't. I make games, by the way. I've even sold some to this diner. But they screw me out of my rightful cut. Tut mir wirklich leid, Rache. Die haben den beschissen. Wir machen mal Rache. Yeah, they'll get theirs. Don't worry. Mhm, so. Hast du irgendwelche Tipps, wie man auf der Straße überlebt? Kennst du einen Weg, um über die Grenze zu überqueren? Wie kommt man am besten darum herum? Um was? Wir machen mal. Depends on your fiscals. But word is, there's a psycho cabby dude out there. Ein Psycho-Taxifahrer. Vielleicht ist er darauf aus, Tyrek zu töten. Wenn er mich über die Grenze bringt, macht es mir nichts aus. Solange er für Floris stimmt. Ich würde mal sagen, wenn er mich über die Grenze bringt, macht es mir nichts aus. Würden wir mit einem Psycho-Taxifahrer, der uns über die Grenze bringt und uns vorher hoch und heilig verspricht, uns nicht zu töten, über die Grenze fahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wir machen mir hier das, weil, wie gesagt, der Tyrek ist ja wohl der Böse. Oh man, that'd be kinda nice. I just had an idea. Time to take what's mine. Come on. Oh. Er hat gesagt, hier Zeit sich zu holen, was ihm gehört. Ich glaube, wir sind wieder in Schwierigkeiten. Hätten wir doch mal schnell lieber gegessen, oder? Und getrunken. Hätten wir doch mal was bestellt. Oh, Leute. Wo geht der hin? Nee. Ich habe das Gefühl, wir... Er sagt uns jetzt den Code, ne? Es ist stehlen, aber auch nicht wirklich. Ich weiß nicht so ganz. Ich meine, die haben den ja angeblich um seinen Anteil beschissen, oder? Dann ist es doch auch nicht stehlen.
dann ist es ja nur ausgleichende Gerechtigkeit. Oder? Ups. Wir hatten da geklickt. So, wir gehen mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben echt... Boah, das wird wieder... Yo, this Digicode is from the age of the dinosaurs. Kennst du den Code? Kannst du es öffnen? Ich bin super nervös. Wir fragen mal, kennst du den Code? Nah, homegirl. But I got some tech to use on it. One day, scientists gonna study my brain. Boom! What I tell you? Okay. Mist. Hallo, guten Tag. Wir haben uns nur verlaufen. Wir, es gibt nichts zu fürchten als die Angst selbst. Kannst du es wieder öffnen? Okay, jetzt habe ich Angst. Was haben wir denn hier? Wir suchen erstmal auch. Also, wenn wir jetzt schon, dann sind wir voll dabei, oder? Oh, jawohl. Pata, pata. Das ist eine Menge Geld. Ja, auf jeden Fall. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Wir gucken mal. Hatten wir hier? Hier haben wir... Nee. Ah, das können wir angucken. Mhm. Alles soll darauf hin, dass die terroristische Organisation die Schwarzen Brigaden für den abscheulichen Anschlag an der Mauer verantwortlich ist. Der weiße LKW, der den Einsturz verursacht hatte, gehörte Conny Semford 33, einem bekannten Mitglied der radikalen Organisation. Okay, jetzt lass uns nach der Kohle suchen. Ja, wir haben ja schon Kohle. Ich glaube aber mehr. Hier gibt's... Schubladen haben wir. Schloss knacken, Schloss aufbrechen können wir nicht. Wir quatschen mal mit dem, oder? Würde ich sagen. So, können wir nicht. Mist, was hier? Code eingeben. Code raten. Können wir hier diese Karte einsetzen? Wartet mal. Wie kommen wir denn in das Inventar? Hier? Ja, Kleiner. Warte mal hier. Ist Mist. Warte mal. Nee, aber das erhöht es ja auch nicht um 100%. Öffnen. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Das haben wir schon gelesen. Was haben wir hier? Beihilfe des Terrorismus verurteilt wurde, sagt, dass der Anführer der Brigade nie gefasst wurde und immer noch auf freiem Fuß ist. Als er nach Informationen über den Anführer gefragt wurde, gab Carson nur die Initialen der Person preis, BB. Okay. Ein Artikel über den Anschlag. Lesen ist toll, aber muss das jetzt sein? Konzentriere dich auf das Geld. Ja Gott, wir haben ja auch gelesen, oder? Bodies of certain brigades believed to be at the wall were never found. No way. My bio parents might still be alive. Dein Hacking-Apparat, bitte. Du musst den Tresor öffnen. Ja, du musst den Tresor öffnen. Use my tech. This article is important to me for personal reasons. Oh Gott, Fähigkeit erlangt Hacken. Nee, Leute. Oh, warte mal. Okay, wir probieren es mal. Oh, hä? Ich hab gedacht, das wird jetzt irgendein total kompliziertes Minispiel, aber... Leute, wir sind mega kriminell. Also ist mir gerade mal so aufgefallen, ne? Mist. I hear someone coming. Hide. Wie konnte uns denn das passieren? Verstecken, schnell. Oh, rein. Oh oh. Oh oh. Al, have you been in the back room lately? Looks different, like someone's been back here. Yeah, I'll check. Just give me a second. Bad news. It's empty. Okay, I'll sit tight. Uh-huh. Okay, bye. Oh oh. No, 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 no! Hey! Who's in there? Oh oh. Lauf. Okay, alles klar, nichts weg, Leute. Ja, wir können nicht laufen, hallo? Lass mich hier raus. Bitte lass mich gehen. Wir machen lass mich hier raus. Wo sind wir denn eigentlich drin? Oh, okay. Das ist ja nett. Aber, hä?
Was ist denn mit ihm los? Aber haben wir die Kohle jetzt verloren oder was? Warte mal. Hier. Nix wie weg. Was ist das? Wir können. Nee, können wir nicht. Ja, dann ab geht's, oder? Anhalter. So. $70 haben wir aber. Das ist gut, oder? $70 ist doch nicht schlecht. So. Ja, Leute, ich würde sagen. Wir fahren, oder? Ja. Leute, ich würde sagen, wir trampen dann das nächste Stück und mal gucken, was uns dann erwartet. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich finde das Spiel mega crazy, mega lustig. Und ja, mal schauen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Ciao, ciao.